Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Small Feather Games. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes und zwar auch ein, auch mal Let's Play werden könnte, mal ein Yu-Gi-Oh! Spiel meine ich jetzt halt natürlich mit richtigen Karten, aber diesmal haben wir hier was anderes und zwar zwei Booster. Zwei unterschiedliche Booster. Und ja, ich weiß, das ist ordentlich nachgemacht von Extreme Unboxing. Ich liebe diese Jungs. Die haben mich wieder dazu gebracht, dass wir zu zocken wie blöd. Ich und mein Cousin sammeln zurzeit zusammen. Und ja, ich bin aber heute alleine. Er hat sich heute auch übelst viel Scheiße gekauft für sein Unterleiter-Deck. Und ja, da bin ich irgendwie außen vor gelassen. Er hat sich zwei Tinboxen geholt. Booster Starterdeck und ein Deck, alles fürs Unterweltner Monster und sowas. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kannst du auch mal was Feines holen. Da habe ich mir gedacht, jetzt holst du mir einfach mal aus unserem kleinen Billigladen, holst du dir mal hier Knight of Stars und Cosmo Blazer. Beides kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und da fängt es ja schon super an hier. Übelschall Bahamut in Ultra Rare. Oder? Ist das die Ultra Rare? Kann ich ja nicht so ganz genau erkennen. Ah, ich glaube, das ist die Ultra Rare. Ja, meine Katze hat mich den ganzen Tag nicht gesehen. Überschall Coppola. Weg da! Katzen. Ja. Überschall Coppelia. Sternzeichen Kundlasiat. Okay, whatever für komischen Namen. Ach nee, das eben gerade war keine Super Rare, das war eine Secret Rare. Entschuldigung. Tut mir leid, das hier ist die Super Rare gewesen. Das hier ist auch eine Super Rare. Blechgoldfisch, auch schön. Und Edelsteinritter Lazuli. Schön, schön. Super. Ich habe leider meine ganzen Dingens vergessen, meine ganzen Hüllen bei ihm liegen lassen. Ich habe eine Hülle hier, wo ich die Karte, die jetzt eigentlich am wichtigsten ist, erstmal verstauen kann. Player. Machen wir gleich mal das nächste auf, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wir haben gerade erst angefangen. Ich weiß kaum, was für Karten wo drinne sind. Also ich habe mir viel von Extreme Unboxing halt angeguckt und sowas. Ich finde die Jungs total toll. Ich weiß, man sollte eigentlich mal aus dem rauswachsen. Aber ich sag mal, ein Hobby, wenn ein Hobby Spaß macht, ist es scheißegal, wie alt man ist. Und ob ich jetzt mit 50, wie heißt es nochmal hier, und so, ne? Schienengleismäßig da hier Bahn irgendwie so Züge und so ein Scheiß hier habe. Naja, okay. In Secret Rare Edelsteinritter Meisterdiamant. Schön, schön. Dann haben wir Übelschar Albtraum. Ach du Scheißendreck, du. Übelschar Zahak. Übelschar Vergesslichkeit. Und Übelschar Azathoth. Da wird sich mein Cousinchen freuen, weil, wie gesagt, er sammelt halt die Finsternis. Und wenn ich jetzt gleich schon so viele Überschallgeschisse kriege, die zusammenpassen, dann hat das ja auch einen guten Grund und so. Keine Ahnung. Nein, Karten fallen lassen. Ah, Unprofessionalität. Ich freue mich. Wie gesagt, die ganzen Dinger sind leider bei meinem Cousin. Deswegen kann ich die nicht ordentlich verpacken. Deswegen packe ich jetzt erstmal gerade mehrere Karten in einem. Und zwar die Secret Rare, weil die sind mir dann doch schon ein bisschen wichtiger als jetzt die normalen Rare. Ihr müsst mich jetzt entschuldigen. Wie gesagt, das liegt alles bei meinem Cousin. Ich wohne in Korbach, er in Kassel. Und ich habe mich gerade so einfach so dazu entschlossen, das zu machen. Daher, wie gesagt, das war jetzt eigentlich kein bisschen geplant, aber ich war so frustriert, dass ich mir nichts kaufen konnte. Weil das, was ich mir holen wollte, Galaxy Overlord und den Sonneneruption-Tinbox hier, wie heißt es nochmal? Priesterlicher Sonnendrache Overlord von Heropolis Gedönse, scheiße, keine Ahnung. Jetzt kommen wir schon zum nächsten hier, zu Cosmo Blazer. Da haben wir Feuerformation Tenzin, Trübelflamme Greif. Oh, sieht aber auch geil aus. Nach dem Sturm in Rare ZW Blitzklinge. Der sieht auch nice aus, Alter. Ein Licht kann er auch gebrauchen, er sammelt nämlich auch Licht. Und Nummer 92, Hard Earth Drache. Ja, das ist ein Ultimate.
Eine Ultimate Exit. Fickt euch, ihr Luschen. Jawolski. Perfetto. Das legen wir mal hier gerade zur Seite. Das ist ja das super, ey. Einmal und schon hat er so eine Scheiße gezogen. Einfach nur, weil ich gut bin, Leute. Da kann man nichts gegen sagen. Ja, Entschuldigung. Wo war ich? Ach ja, genau. Speerhai. Trüber Ruhm. Marsch der Monarchen. Und Go-Go-Go-Geist. Ach du Scheiße, diese Go-Go-Gos. Die will doch keiner haben. Ja, wie gesagt, das muss man jetzt hier und so vorsichtig mal hier. Das sind die ganzen Rares. Super Rare, Normal Rare, die Ultra Rare, die Secret Rares. Das sind die Commons. So, jetzt haben wir noch einen Booster. Oh, geil, gleich eine Nummer 92. Wir sammeln jetzt nämlich alle Nummer-Monster. Wir haben extra dafür einen Ordner geholt. Boah, ich liebe das Geräusch, wenn die Karten aufgehen. Wenn sie mal aufgehen. Stopp, Kartoffel! Ah, jetzt habe ich dich. So, wollte schon sagen. Muss doch aufgehen. So, am Anfang haben wir Stachelschild mit Kette. Feuerformation Tensu. Der große Viehtrieb. Bruderschaft der Feuerfaustrabe. Schwarzflügel Damaskus der Polarnacht. Das wird mein Cousinchen freuen, weil er hatte eigentlich auch vor, Schwarzflügeldeck zu machen, aber hat nicht ganz funktioniert. Und wir haben einmal nix. Abyshorn. Feuerformation Tenki. Amaryllos. Und trübe Flamme Sphinx. Okay, cool. Schön. Ein Schwarzflügel. Freut mich. Freut mich tierisch. Ja, das war's schon wieder. das hier ist wohl das Beste, was ich daraus gezogen habe, würde ich sagen. Weil das ist ja hier alles, das ist eine, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe leider keine Höhlen, um diese Karten jetzt ordentlich zu verschließen. Die wichtigsten habe ich jetzt erstmal alle zusammen reingepackt. Ich weiß, das sollte man eigentlich auch nicht machen, aber besser als gar nichts, meine Freunde. Die werden gleich eingesteckt. Hier unsere beiden Rares halt. ZW, Blitzklinge und hast nicht gesehen. Unsere Ultra Rares. Super Rares. Ja, und unsere restlichen, die habt ihr ja gesehen. Soll es das schon gewesen sein? Wollt ihr noch ein bisschen mehr? Ich habe euch nicht gehört. Nein, das ist irgendwie unlustig. Ich habe nämlich noch trotzdem noch was. Ja, eine kleine Überraschung habe ich noch. Ja, ist noch lange nicht vorbei, meine Freunde. Noch lange nicht vorbei, du. In ganz Kassel, jetzt muss ich mal kurz gucken. In ganz Kassel habe ich das überall gesucht. Ich bin wie blöd rumgelaufen, hast nicht gesehen. Und ich habe es nirgendwo gefunden. Jetzt gucke ich bei uns in unserem kleinen Pissladen, den wir hier haben. Und finde es auf Anhieb. Priesterlicher Sonnendrachen Overlord von Heriopolis. Ja, den soll ich unbedingt haben. Ich mache nämlich ein priesterliches Drachendeck. Ja, dafür brauche ich ganz viel Galactic Overlord und natürlich auch diesen hier. Ich weiß, man findet den eigentlich auch im Galactic Overlord, aber wenn ich ihn jetzt schon mal habe, dann habe ich ihn schon mal. Jetzt ist fast kaputt gegangen. Also ich muss sagen, die Artworks werden richtig immer besser und auch die Tinboxen sehen tausendmal besser aus als früher. Also das ist echt schön. Schön gemacht. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir, keine Ahnung. Irgend ein paar Labergedönse, werde ich mir eh nicht durchlesen. Dann haben wir natürlich als Promokarte den Sonnendrachen hier. Und ein paar andere noch dazu. Und dabei sind einmal Return of the Duelist, einmal Order of Chaos und dreimal Galactic Overlord. Was sehr schön ist, weil ich, wie gesagt, ja, die priesterlichen Drachen, die sind alle schön in einem zusammen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Tinbox können wir gebrauchen. Auch wenn wir jetzt schon wieder ein paar haben. Das machen wir mal zur Seite. Dann nehmen wir das einfach mal hier hin. Ich weiß, ich habe keinen schönen Untergrund. Wie gesagt, das liegt alles bei meinem Cousin.
eigentlich bei meinen Cousins. So, dann schauen wir mal, was wir hier Feines haben hier. Guckt euch das mal an hier. Priesterlicher Sonnendrache, Overlord, Helopolis. Dann haben wir hier niederträchtige Wahrheitsdrache. Ganz cool, könnte ich vielleicht mein Deck gebrauchen. X-Säbel-Souza. Levia, der Meeresdrache. Und Rettungskaninchen haben wir dann jetzt am Stissel. Ich freue mich tierisch. Das hier müsste Super Rare sein. Das hier ist eine Secret Rare. Das ist auch eine Super Rare. Alles Super Rares, ne? Ja, das sind alles Super Rares. Super, dann kann ich das mal gleich angucken. Und jetzt kommen wir erstmal zu den ganzen Booster. Und jetzt kommen wir zu Return of the Duelist. Ich finde das Pack eigentlich total dumm. Keine Ahnung. Sauer, Mann. Ich sammle nämlich die ganzen Booster-Dinger. Das war jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber innen offen. So, Katzen sind dumm. Am Anfang haben wir chromonale Pyramide der Augentafel. Trance, magischer Schwertkämpfer. Trance. Wow, bist du? Ach du Scheiße. Magidolz Lektion. Und in Rare haben wir Imairuka. Imairuka, okay. Und leider nichts. Gagagaga Sandsturm oder Gagaga Ansturm. Entschuldigung. Magidolz Mahörne. Mähhorn. Ach, wie süß. Edle Waffe Galantin und Magidolz Schloss. Die Rare. Packe ich mir dann mal hier mit dahin. Schön, schön, schön. Kommt hier mit auf die Comments. Dann haben wir jetzt am Stissel Order of Chaos. Ich glaube, das braucht eigentlich mein Cousin mehr. Ist nämlich fast leer. Am Stissel haben wir hier der Anfang macht Evolsaurier Terias, Wasserrüstungsninja, Flammenrüstungsninja, Goldener Emporkömmling-Ninja, Königin der Weißen Nacht. Oh, sieht die geil aus, ey. Guckt euch das mal an. Und wir haben Aufziehratte in Super, Super, Super Rare. Oder wie würden die jetzt sagen? Die kommen erstmal zur Seite. Dann haben wir hier Chao Len, der Prophet. Darklon. Evolsaurier haben wir hier am Stissel. Jetzt kommen wir zu dem Booster, die ich halt am meisten ersehne. 3 Galactic Overlords. So. Buden. Ach du Scheiße. Materialeule, das ist gut. Die kann ich gebrauchen für mein Winddeck. Jawohl, priesterliche Drache von Nuit. Den habe ich zwar schon, aber kann ich immer gebrauchen. Überlaufender See. Lichtstrahl Diablos in Rare. Und wir haben... Oh, nix. Schade. Priesterliche Sonnendrache, doppelte Heimzahlung, Fotoklop und Minimoons. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ja nicht zu viel erwarten, die sammle ich schon mal raus, die ich brauche, der Art und Weise. Kommt es mit auf die Comments drauf, der Stapel. Jetzt kommt das nächste. Ich weiß noch nicht, wie ich das nenne. Vielleicht nenne ich das hier zweitbestes Unboxing eines Tinboxes und hast nicht gesehen. Weil, die Leute, die darf man nicht verarschen, die sind einfach zu cool. So, priesterliches Siegel der Überlegenheit. Mondlichtfalter, ein Flussdrache, Insekte-Ohrenkriecher und priesterliche Drache von Azar und nichts. Och man, rotköpfiger Oni. Welch verrückte Magie. Priesterliche Drache von Zu. Donut der Verdammnis. Das ist aber schön, hier kriege ich mal ein paar priesterliche Drachen wenigstens zusammen. Das ist sehr, sehr schön. Aber komm.
Dieses Pack ist für euch, Extreme Unboxing. Nur für euch. Gebt mir die Macht. Von Orikalkos oder sowas, keine Ahnung. Ihr seid so schuld, dass ich jetzt schon wieder haufenweise Geld dafür ausgebe. Ihr seid so doof. Insektohandschuh. Einflussdrache. Klingenrausschmeißer. Priesterliche Siegel der Einberufung. Und in Super Rare spiritische Lichtkunst Hijiri. Schön, schön. Aber leider nichts, was ich gebrauchen könnte. Weil es gibt noch ein paar Feinkarten, die ich noch brauche. Materialfresser, Protoklop und priesterliche Drache von Su. Ja, das waren sie eigentlich auch schon wieder alle Karten. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf zeigen muss allesamt. Guckt euch einfach dieses wunderschöne Teil an, dann habt ihr schon genug Schönheit in eurem Leben erlebt. Nein, wirklich, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war mal ein bisschen was anderes in unserem Let's Play-Kanal. Es wird aber auch demnächst, wenn unsere Decks mal ein bisschen vollständiger sind, ein Let's Play Yu-Gi-Oh! Kommen in Real Life. Freue ich mich auch schon richtig tierisch drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sagt Bescheid, ob ihr es nochmal von uns sehen wollt. Wie gesagt, wir möchten hier niemanden nachmachen. Ich weiß, Extreme Unboxing ist da das Allerbeste, was gibt. Wir möchten die nicht nachmachen, wir möchten nicht so sein wie sie. Wir haben uns einfach nur gedacht, okay, machen wir jetzt mal. Guck mal, ihr könnt die Kamera einfach hier aussehen. Und mich ein bisschen. Hallo. Okay, wir lassen es einfach dabei. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, macht's besser. Ich liebe euch allesamt. Wie gesagt, schreibt schrotet es in die Kommentare, ob ihr das nochmal sehen wollt. Wenn keine Antwort kommt, werden wir es einfach ein bisschen öfters mal machen. Wie gesagt, keine Nachahmung, wir wollen es besser machen. Nein, das Best ist immer noch Extreme Unboxing, da geht nichts drüber. Ganz einfache Kiste. Ja, ich bedanke mich und wünsche euch noch mit meinem wunderschönen, guckt euch diese wunderschönen Hände an. Tschüss! So.